In einem meiner letzten Videos habe ich den ganzen Weizen, also komplettes Weizenkorn, als Krisennahrung, als Vorrat propagiert und gesagt, du kannst Mehl und Brot daraus machen, das ist eh ganz klar. Aber du kannst auch auf der anderen Seite ihn auch in Grün verwandeln. Ohne Garten. Einfach bei dir daheim am Fensterbrett, nämlich über einen Sprossengarten. Und da habe ich sehr viele Anfragen gehabt und gesagt, Reini, erzähl uns ein bisschen mehr darüber, wie du das machst. Und genau das ist jetzt dieses Video. Und wenn du wissen willst, welche Arten von Sprossen es gibt, nämlich es gibt zwei Kategorien, und wie du das am besten angehen kannst und warum das auch im Bereich des Zivilschutzes vielleicht interessant ist, dann bleib dran. Willkommen, da ist der Reini Ross vom Slawischen Berlinskunst, schön, dass du dabei bist. Ja, viele Anfragen in dem Zusammenhang und daher mag ich etwas herzeigen. Und zwar, ich habe den Weizen normalerweise im Glas komplett. Du kannst den aber auch zum Beispiel als Keimsaatgut kaufen. Ja? Der ist jetzt von Dena, gibt es von Zonentor und so weiter. Ich gebe unten den Link auf Amazon. Aber die Frage ist, was ist jetzt gescheiter? Nein, das kommt jetzt darauf an. Dieses Saatgut, dieses spezielle Saatgut ist dafür da und ist auch speziell hergerichtet, dass du eine hohe Keimzahl erreichst. Das heißt, ich sage das jetzt so, ich weiß nicht, ob Keimzahl auch wirklich das richtige Wort ist, aber ich verstehe es halt so. Wenn da 100 von diesen Samen drinnen sind, dann kriege ich 98 Pflanzen draus. Du hast nicht mehr ein paar blinde Körner, aber die sind extra dafür gezüchtet, dass sie halt keimen. Das hier ist ein ganz normaler Bio-Weizen, das ist auch ein Bio-Weizen, das ist Bio, das ist auch ein Bio-Weizen. Und bei dem ist es aber so, der ist eigentlich zum Brot machen, zum Mehl machen da. Da ging es denen nicht darum, dass der die Hyperkeimfähigkeit hat, das ist gar nicht der Punkt, aber er kann es. Ich kaufe mir Bio-Weizen und teste den dann auch immer wieder, ob da die Keimfähigkeit da ist und das ist auch gegeben und es ist alles gut. Wenn du natürlich schon irgendwas angesandeltes hast, wo die Körner schon in der Mitte auseinandergebrochen sind, also irgendwelche Billigsqualität, ist die Keimfähigkeit der Einzelnen wieder geringer. Okay, also das ist einmal das eine. Ich mache das gern so, ich habe jetzt nur hier, die waren bei diesem Dena-Paket, war auch dieser Weizen dabei, ist aber nicht unbedingt notwendig. Weizen und dann zum Beispiel Mungbohnen, das könnte aber auch Dinkel sein oder Roggen oder irgendein anderes Korn, und dann diese Mungbohnen, bei denen ist es jetzt so, die haben, ist eine eigene Kategorie. Die müssen speziell aufbereitet werden, damit sie auch wirklich schön keimen und die brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als die andere Gruppe. Und da gehört jetzt zum Beispiel die Gresse rein. Da gibt es aber auch noch was anderes, da gibt es Rucola, da gibt es Brokkoli, Bibabo, Senf und so weiter. Das sind zwei unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich aufbereitet und bearbeitet werden müssen. Und das schauen wir uns jetzt an. Ja, und dazu bringe ich dich ans heimische Fensterbrett. Du siehst hier, das ist ein sehr sonniger Standort. Das muss aber gar nicht sein. Also es soll auch nicht komplett die Sonne sein, weil dann hitzt das Ganze und schwitzt auch. Also halb Schatten, das ist eigentlich ideal. Und hier kommt doch nicht den ganzen Tag die Sonne rein, aber jetzt passt es halt gerade. Wir haben ja gesprochen, es gibt zwei Kategorien. Das eine, das ist irgendwas so Kornmäßiges. Da gehört das Glas dazu. Und dann gibt es diese Saaten, wie zum Beispiel hier die Kresse. Die habe ich gern auf so einen Turm. So, jetzt ist es so, dass du sagst, ich möchte schon gern auch frisches Grün produzieren, weil mir das klar ist, dass das wichtig und gut und richtig ist. Ich mag aber, so Saatgut kaufen ist kein Problem, aber ich mag das nicht. Das ist einfach blöd. Ich zeige dir auch, wie du es improvisieren kannst, denn du brauchst eigentlich gar nicht für den Weizen zum Beispiel so ein fixfertiges Glas mit so einem automatischen Sieb dabei. Das ist halt, wenn du öfter etwas tust, sehr, sehr praktisch. Ich habe das schon seit Jahren einmal gekauft, weiß ich nicht, 15 Jahre sicher schon. Und wird ja nicht kaputt. Aber wenn du anfangen willst, nimmst du ein ganz normales Schraubglas, da war rote Rüben drinnen, und machst das Ganze und gibst ein Stofftuch drüber. Wichtig dabei ist, dass sehr viel Luft dazu kommt, ja, weil sonst fängt das Ganze in Schimmeln an. Ein Stofftuch oder man kann auch ein Netz machen, der Fliegennetz oder sonst irgendetwas. Also du kannst das improvisieren, ja, mit dem Weizen oder den Mungbohnen. Und auf der anderen Seite, du könntest jetzt auch diesen Turm, den ich da habe, den kann man auch noch aufstapeln. Es gibt, wir haben noch mehrere Fächer, aber im Moment brauchen wir nicht mehr, weil es schon Frühling ist und der Giersch wächst und der Bärlauch wächst. Also brauchen wir nicht so viele Sprossen selber herstellen. Daher auch nur zwei Reihen. Bei dem ist es jetzt so, das könntest du auch improvisieren. Und zwar ja, mit einer Küchenrolle oder wenn es sein muss, mit Klopapier. Du brauchst dafür im Endeffekt nur ein Stück
Papier, Taschentuch, was auch immer, und muss das auf irgendeine Unterlage geben. Das kann ein Teller sein oder ich weiß nicht was, ja? Weil das braucht nur die Feuchtigkeit. Dazu komme ich aber auch gleich und zeige das mal her. Fangen wir an mit dem Weizen oder mit hier jetzt den Munkbohnen. Ja, ich mag jetzt Munkbohnen. Wie gesagt, es liegt alles an dir, wie du das machen willst und ob du das machen willst. Nur der große Vorteil bei diesen Teilen, bei diesem Saatgut ist halt, dass du Samen hast auf der einen Seite und auf der anderen Seite frisches Grün produzieren kannst. Das heißt, du hast auf der einen Seite Kohlenhydrate gespeichert und kannst diese Kohlenhydrate umwandeln in Vitalstoffe, in Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend sind, die aufbauend sind, die teilweise auch krebshemmende Wirkungen haben. Also das kriegen wir da jetzt alles her. Und das ist kein, also bei mir ist jetzt nicht gechannelt oder mit Esoterik oder so aufgelaufen, nur ist wissenschaftlich bewiesen, es ist einfach so. So, was wir jetzt machen ist, dass wir das Glas hernehmen, nehmen wir jetzt mein Spezialglas her, könntest aber auch das normale, was weiß ich was, Glas hernehmen und gibst dann ein paar Samen rein, ein paar Körner, und das reicht jetzt schon einmal. Ja? Diese Menge hier, du siehst, diese Menge, die reicht jetzt schon. Aber jetzt müssen wir etwas ganz Wichtiges tun. Ja, und zwar Wasser reinleeren. Das habe ich jetzt gemacht, aber nicht gefilmt. Du vertraust mir, dass ich das nicht geschnitten habe. Das ist jetzt wichtig, und zwar, dass du jetzt mal die... Das ist bei Weizen genauso, oder bei den Mungbohnen, oder bei Dinkel, oder bei Raupen funktioniert alles gleich gut. Dass du das jetzt mal stehen lässt. Ja? Und zwar ein paar Stunden, über Nacht von mir aus. Ja? Auch gerne an einer warmen Stelle. Ja, es kann auch sehr gern warm sein, denn damit aktivierst du durch die Feuchtigkeit, beginnt der Keimprozess, und dann weiß das Korn, es geht los, ich soll eine richtige Pflanze werden. Ich soll nicht nur ein mit Erbinformationen und Kohlen und vielleicht ein bisschen fetten Ölen und mit Kohlenhydraten es Baumal sein, sondern ich soll auch wirklich eine Pflanze werden. Das machst du damit. Und jetzt kommt nämlich der große Vorteil von diesem Teil hier mit dem Sieb. Wenn du dann das Ganze über Nacht zum Beispiel eingelegt hast, dann kannst du hergehen und das ohne irgendwelche großen Probleme abseihen. Das ist einmal Punkt A. Das Wasser würde dann wegkommen. Und das nächste ist nämlich auch das. Du sollst das zweimal am Tag spülen. Das heißt, du gehst wieder her und machst Folgendes. Ja, aber du füllst wieder frisches Wasser rein, was ich gemacht habe, und schwenkst das ein bisschen. Ja, und dann lässt du das Ganze wieder rausrinnen. Und dann, und jetzt ist auch vielleicht auch klar, warum dieses Ding da so geformt ist. Und dann lässt du es nach unten, stellst du es zum Beispiel her. Ich wische das dann nachher weg. Da sollte irgendein Teller oder was her, damit das Ganze abrinnen kann. Damit da erstens Luft dazukommt und damit die Feuchtigkeit nicht stehen bleibt. Denn sonst würde Schimmel entstehen. Das ist beim Weizen so, das ist bei den Mungbohnen so. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Natürlich kannst du jetzt auch hergehen. Und kannst sagen, ich nehme ein ganz normales Glas und mache das, was der Rhein jetzt gemacht hat, und gibst halt da oben drüber was anderes, mit einem Rex-Gummi, also mit einem Gummiband dann hier festziehen, oder du schneidest dir das zurecht und machst genau dasselbe. Es funktioniert genau nach demselben Prinzip, ist eine Möglichkeit. Und dann, ja, jetzt musst halt dann experimentieren. Du wirst dann mit der Zeit sehen, hey, da kommen hier kleine grüne Pflanzen raus, ist ja unglaublich. Ja, so ist Natur halt, ne? Und jetzt kannst du sie wachsen lassen. Also entweder sehr ein paar Tage, weiß ich nicht, eine Woche, dann irgendwann ist dann einmal vorbei, oder auch nur ganz klein. Das musst du experimentieren und einfach so machen, wie es für dich am besten passt. Ja, jetzt wollen wir uns um die Kresse kümmern, und ich verwende jetzt hier eben dieses Teilchen hier, musst du aber nicht unbedingt. Also du kannst ja, wie gesagt, das auch in einem Teller machen, aber ich verwende das hier, und es gibt dafür auch eigene Einlagen und so weiter, aber ich nehme einfach ein Taschentuch. Und schau, dass das halt ein bisschen feucht wird, das heißt, ich nehme hier ein bisschen Wasser, fülle das da rein. Wichtig ist, wie gesagt, dass hier eine gewisse Feuchtigkeit entsteht. Und ja, was nehmen wir her? Wir haben gesagt, wir wollen eine Kresse. Ich mache jetzt das neue Backerl nicht auf, sondern nehme das bestehende. Ja, Kresse. Du könntest aber auch irgendwas anderes nehmen, weiß ich nicht, Rucola oder Radieschen oder was weiß ich. Ja. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man könnte das jetzt hier auch einweichen in einem Glas für ein paar Stunden. Das kann man tun, das muss man aber nicht tun. Ja. Besonders wenn du ein Saatgut hast, das noch relativ frisch ist, dann ist die Keimfähigkeit eigentlich ganz gut. Zumindest ist das meine Beobachtung. Und dieses Einweichen ist hier zum Beispiel bei der Kresse oder auch bei den Radieschen gar nicht notwendig. Wenn du aber etwas hast, das schon ein bisschen überlagert ist, dann würde ich da ganz vielleicht noch einmal ein bisschen nachhelfen, damit sie mehr an Feuchtigkeit abgeben.
fliegen können. So, und das war's auch schon. Das war's wirklich. Das mehr ist es nicht. Also das ist wirklich für Dummköpfe wie mich ideal. Da brauchen wir nicht viel wissen und nicht viel können. Ja, und so schaut das Ganze jetzt aus. Du kannst, da hier die Feuchtigkeit in dem Taschentuch drinnen ist, nimmt auch der Samen das auf und beginnt dann nachher zu keimen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier wirklich gutes Saatgut, das ist relativ frisch, das ist ein Jahr alt, da ist das kein Problem. Wenn du älteres hast, einweichen, oder wenn du schnell ein Ergebnis haben willst, kannst du sie auch vor einweichen. Also das kannst du gerne tun, also so auf diese Art und Weise und dann ausstreuen. Mir ist es aber so lieber, weil wenn dann die Saatgut feucht ist, dann kann man es nicht mehr so schön aufstreuen, dann ist es so ein Bart, so ein Brei. Und jetzt geht das einfach so locker und flockig, wie auch immer. Dann den Deckel drauf, das mache ich ja jetzt zum Beispiel. Dadurch wird es noch einmal viel netter und viel, viel schöner. Wenn du das nicht tust, wenn du jetzt zum Beispiel das auf einem Teller hättest, vergiss alles andere an einem Teller, muss es nicht sein, es muss nicht unbedingt abgedeckt sein. Aber so habe ich halt diesen Glashauseffekt, es ist wärmer, es geht schneller, es ist besser. Aber es hat auch einen Nachteil, du musst immer dahinter sein, weil die schimmeln halt auch dementsprechend schnell an. Also überall, wo ein Vorteil ist, ist ein Nachteil, ist einfach so. Und dann ist im Endeffekt nichts anderes zu tun, als das Teil immer wieder mal zu gießen, weil wir wollen natürlich die Feuchtigkeit hier halten. Ne? Wir wollen keine Staunässe, also wir wollen es jetzt nicht die ganze Zeit in dieser Form haben, sondern wir wollen ja ein bisschen Feuchtigkeit haben. Du kommst dann mit der Zeile drauf und daher wird das immer wieder gegossen. Und ich mag dieses Teilchen hier aus dem Grund so, weil, die Manuela hat nicht nachgefüllt da. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Kann man hier oben reinleeren. Und du siehst, da rinnt dann nachher das Wasser durch und ist alles im grünen Bereich. Und so funktioniert das sehr, sehr, sehr rasch. Auch nach ein paar Tagen siehst du da schon ein Ergebnis, wobei man dazu sagen muss, bei der Kresse jetzt zum Beispiel, damit die wirklich so richtig schön groß ist, so wie du das hast, musst du schon ein paar Tage rechnen. Also so 6 bis 8 Tage auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal gehabt, die hat noch länger gebraucht. Da haben wir schon geglaubt, die wird überhaupt nichts mehr und wollten sie schon austauschen. Also das kommt immer auf die Temperatur nämlich an. Und das ist nämlich auch der Punkt. Deswegen habe ich dieses Fenster hier ausgewählt, weil wir da ein paar Stunden Sonne haben. Immer. Und das ist vorteilhaft. Dadurch entsteht Wärme, Licht. Das ist eine gute Sache. Wobei mir natürlich auch bewusst ist, es gibt Saatgut. Das ist ein Dunkelkeimer. Die wollen es überhaupt nicht hell haben. Aber sei es drum. Und so kann man mal vorgehen. Jetzt hast du mal einen groben Einblick. Es gibt viele andere Anleitungsvideos auch. Also wenn du das Thema anfixst und du sagst, du willst das unbedingt tun und willst du mehr Informationen, gibt es auf YouTube ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, da bin ich mir sicher. Warum wollen wir das überhaupt tun? Wir sprechen ja jetzt hier von Survival, von Krisenvorbereitung, ja, von Zivilschutz. Und ich drehe das Video im April 2020 zu Zeiten der Corona-Pandemie. Und es gibt viele, viele, viele Leute, die wirklich einkaserniert sind, die in den Großstädten in den Wohnungen festsitzen. Und sie dürfen zwar einkaufen gehen, das ist ja keine absolute Ausgangssperre, aber der Punkt dabei ist, vielleicht gibt es eine Situation, wo du nicht raus kannst oder es nicht genügend Nahrungsmittel im Moment gibt. Ich weiß, dass das für viele unvorstellbar ist. Man sagt, das kann einfach hier nicht passieren. Aber das haben unsere Vorväter und Vormütter auch gedacht, die dann Krisen durchlebt haben in unterschiedlichsten Ausprägungen. Man kann sich es immer nicht vorstellen, man glaubt immer, es trifft die anderen. Aber wie wäre es, wenn wir uns ein bisschen vorbereiten, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, und zwar stressfrei. Bitte, stressfrei. Wenn ich jetzt Weizen daheim habe, dann kannst du diesen ganzen Weizen, diesen Bio-Weizen, verkochen. So im normalen Leben. Es ist nicht immer alles Krise. Gott sei Dank. Du machst da halt eigenes Mehl oder du kochst ihn. Du kannst ihn ja einfach kochen. Ja? Ich zeige dir, wenn dich das interessiert, dann schreib mir unten einen Kommentar. Ich zeige dir auch gerne eine Kochkiste, wenn du das magst. Schreib mir einen Kommentar, Kochkiste, damit ich weiß, dass hier Interesse da ist. Bitte keine E-Mail schicken, ich kann sie einfach nicht mehr lesen, weil es einfach zeitlich nicht geht. Aber ich kann den jetzt gekocht essen, ich kann Mehl draus machen, super. Das heißt, es ist kein Vorrat, wo ich sage, den habe ich nur deswegen, weil eine Krise kommen könnte, sondern das kannst du in dein Leben integrieren. Und du kannst auf der anderen Seite eben Sprossen draus machen. Weizengras jetzt hier in diesem Fall, weil es Weizen ist. Und warum will ich das tun? Hier habe ich Kohlenhydrate. Ich habe Kohlenhydrate, super. Energie. Aber auf der anderen Seite, es braucht auch Vitamine, es braucht auch Spurenelemente, ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck, weil da haben wir hier auch Vitalstoffe. Junge
energetische Pflanzen haben das. Die haben Wachstumshormone, Phytohormone, die einfach sagen, komm, geh mal's an, geh mal, tu mal, mach mal. Und weil einer meiner Pflanzenlehrer hat immer gesagt, Menschen und Pflanzen haben dieselben Vorfahren, ja, sie sind miteinander verwandt. Und das stimmt natürlich auch, wenn du der Evolutionstheorie glauben magst, dann ist es so. Und zum Teil versteht unser Körper diese Phytohormone noch, diese Pflanzenhormone. Das wissen wir ja auch, das ist ja kein, das ist nichts Esoterisches, das ist wissenschaftlich klar. Und wenn jetzt diese jungen, frischen Wachstumshormone, die ich aktiviere, indem ich den Weizen in Wasser einlege und dann Wärme dazu kommen lasse und Licht, und der gibt Gas. Und auf einmal kommt aus diesem einen Korn eine ganz kleine Pflanze raus und die wird immer größer und dann hast du richtiges Gras, was dann übrigens schon extrem hart ist und grauslich zum Essen, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn es so jungfrisch ist, super. Und du machst ja, weiß ich nicht, manche machen sich Smoothies draus oder essen es oder schneiden es klein oder was auch immer, ist voll gar nicht der Punkt. Dann kriegst du etwas anderes als nur Kohlenhydrate. Und das hält dich gesund, das hält dich fit, das hält dich energetisch. Manche fragen mich immer, Reini, was nimmst denn du für Drogen? Also, nein, sowas nehme ich als Drogen. Vielleicht kommt da die Energie her. Und genau das ist der Punkt, wir brauchen beides. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt wieder zur Friesenvorbereitung zusammenkommen, wenn du ganzen Weizen hast, der im Endeffekt, wenn er in einer guten Lagerbedingung gehalten wird, aufbewahrt wird, ist er im Endeffekt unbegrenzt haltbar. Wenn keine Mäuse dazukommen oder irgendwelche lustigen Larven und kleine Käfer, die dann anfressen. Wenn der trocken und bei der Zimmertemperatur gelagert wird, unendlich im Endeffekt. Feucht darf er nicht werden. Weil sonst keimt er oder verschimmelt halt. Ne? Er darf auch. Also wenn du sowas daheim hast, dann hast du zwei Fliegen mit einem Streich. Du kannst dir Kalorien produzieren und kannst dir auf der anderen Seite Vitalstoffe produzieren. Und die zwei Dinge, das sind, du kannst nicht beides in einem haben oder nur sehr, sehr selten. Wir haben das auch und das ist natürlich jetzt billige Eigenwerbung, das ist klar. Ich gebe dir den Link unten. In dem Buch, die Manuela Keiner und ich haben das in diesem Buch, in den Selbstversorger Pflanzenbibel zusammengefasst, weil hier geht es nur um Kalorien. Es geht uns nicht darum, Vitalstoffe sind so gesund und so gut und krebshemmend und entzündungshemmend und aufhellend und Kalorien. Und Kalorien habe ich hier. Wenn ich aber jetzt zum Keimen beginne, und das kannst du auch daheim machen, am Fensterbrett, du brauchst keinen riesen Garten, ja? Und es zu keimen beginnt, dann wird was anderes draus. Dann werden Vitalstoffe draus, nämlich gesundheitsfördernde. Dann sind die Kalorien, die werden natürlich weniger, weil die Kalorien, die hier gespeichert sind, werden dafür verwendet, um den Keim aufwachsen zu lassen, damit da was Grünes rauskommen kann, muss diese Energie, die da gespeichert wird, verbraten werden, verbrannt werden, umgewandelt werden. Und dann wird es, und das ist natürlich auch klar, zum Beispiel zu einer grünen Pflanze, das ist unser Gierspuch, gibt es auch unten den Link, ist ja ganz klar. Aber da sind jetzt dann Vitalstoffe drinnen, die dich gesund halten, nicht am Leben und nicht die Wampe aufrecht halten, sondern die halten dich gesund. Und daher ist es so wichtig, dass alle, wenn du da dazugehörst, nämlich alle, die Krisenvorbereitung machen, sollten auch dieses Thema verstanden haben und in ihre Vorbereitungen mit reinbringen. Und noch einmal, das kannst du in dein normales Leben mit einbauen. Das ist nicht, weiß ich nicht, sondern das, dann isst du halt deine Kresse am Butterbrot oder verkochst sie mit. Und wenn du mal die Kresse beim Hals raushängt, dann nimmst halt was anderes. Dann nimmst du Rucola oder du nimmst Radieschen oder die Mungbohnen zu muffig sind und sagst, die sind mir einfach zu muffig. Dann mach halt was anderes. Aber lern dich in dieses Thema ein und integriere es in dein Leben und schau, dass du immer ein bisschen was daheim hast, weil dann hast du einen Vorteil und kannst diesen Vorteil an die, und da sind wir wieder bei der Krisenvorbereitung, an die Gemeinschaft zurückgeben, denn du bist dann autark oder gut autark und brauchst nicht raus. Wenn wir jetzt an die Pandemie wiederum denken, ja, dann brauchst du nicht raus, um dir frischen Salat zu holen, weil du kannst dir, wobei man das eh nicht unbedingt immer braucht. Also man kann sehr lange mangelernährt sein. Ich bin ein gutes Beispiel, wobei stimmt auch nicht ganz. Ich esse halt einfach zu viel Schokolade, ich gebe es zu. Und mache zu wenig Bewegung im Moment, aber das ist ein anderes Thema. Du kannst da eh lang durchkommen, aber wenn es sein muss, wenn du sagst, du willst diese Vitalstoffe aufnehmen, dann ist das eine Möglichkeit. Denk darüber nach.
Schau, dass du das in dein Leben integrierst. Ich gebe da unten den Link einerseits einmal zu meinen Büchern, das ist ganz klar. Ich gebe aber auch zu einem Buch, das ich jetzt aktuell nicht finde. Es ist irgendwo in meinen, unter meinen, ich besitze sicher über 1000 Bücher, ganz locker. Ja? Irgendwo in einer Kiste jetzt momentan oder in einer Schachtel verpackt. Da gebe ich da auch unten den Link, such das Rauch, das war das Buch, mit dem ich das erste Mal, wo alles drinsteht über das Keimsprossen produzieren. Ist teilweise ein bisschen, hat auch ein bisschen an esoterischen Touch, von dem ich da jetzt überhaupt nicht spreche, aber es ist alles drinnen, was du wissen musst. Ich gebe da den Link zu den Keimsprossen, also den Saatgut, das ich persönlich verwende. Das ist einerseits von Dena und es ist auch das von Sonnentor. Das ist alles Top-Qualität. Ich gebe da den Link auf meine Einrichtungen, die ich da so habe, die ich da gezeigt habe, diesen Turm und das Glas, wenn du magst, aber du kannst natürlich auch improvisieren. Und wie gesagt, den Link auf meine Bücher, eh ganz klar. Schreib mal bitte einen Kommentar, was du davon hältst. Wie gesagt, Kochkiste, wenn dich das interessiert, einfach Kochkiste unten hinschreiben. Daumen nach oben oder nach unten, ein Abo und ein paar andere Videos. Und danke fürs Dabeisein und